schon interessant. Wirklich schon interessant. Ich war hier bei YouTube, habe mir alles angesehen, wie man TPM 2.0 Source Boot im UEFI BIOS aktiviert. Ha! Ich habe jetzt alle, ich habe wirklich alle hier mal aktiviert, Option auswählen. Ich war in Option, alles mögliche, Problembehandlung. Wenn ich Problembehandlung anmache, sieht alles anders aus. Ja, bei diesem hier, der drückt einmal auf, kann ich mal eben machen. Der drückt einfach auf und dann diesen PC zurücksetzen und dann, erweiterte Option. So, der hat erweiterte Option und der hat UEFI Firmeneinstellung. So, das habe ich alle gar nicht. Ich habe jetzt den i5, den i5 und den i7 aktiviert. Ich glaube, ich habe wirklich uralte Motherboards. Jedenfalls habe ich da nur Starthilfe drauf und Eingabeaufforderung, aber ein Update deinstallieren, UEF Firmeneinstellung oder System wiederherstellen, sowas habe ich nicht. Ja, habe ich also probiert. Also so einfach ist es nicht, Win11 aufzulegen. Ja, ich habe jetzt hier, den habe ich jetzt hier Toolteam.de. Die erklären das wunderbar. Die haben verschiedene Motherboards zum Zeigen. Die haben verschiedene Computer zum Zeigen. Die haben Laptop zum Zeigen. All solche Sachen. Nur wenn ich jetzt wirklich tatsächlich neu starte mit der sogenannten Anhebungstaste und dann warte, wie ich dann da reinkomme und dann meine Konfiguration mache, ist nicht. Also ich kann anhand von YouTube kann ich leider nicht aktivieren. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich jetzt an dieses TPM 2.0 rankommen soll. Wie gesagt, ich lasse mir zwar gerade Win11 brennen bzw. auf einen Stick laden. Ich werde wohl Win11 nicht aufspielen können, vermute ich mal. Weil ich, wie gesagt, so etwas alles gar nicht habe. Ja, ich habe alles Mögliche, aber nicht dieses, dieses UEFI BIOS. Das habe ich nicht. Kann ich also nicht aktivieren. Ich komme also nicht auf TPM 2.0. Also ich werde es wohl nicht schaffen. Also meine Fachleute, die ich um mich herum habe, haben nicht umsonst das Rufzeichen. Ich weiß nicht, welche Laptops oder welche PCs oder Hardtops oder Desktops ihr habt, weiß ich nicht. Jedenfalls mache ich das schon so lange und ich habe meine nicht ausgebaut, umgebaut. Ich habe 15 Rechner. Wie gesagt, 4 habe ich jetzt gerade versucht, indem ich in das BIOS komme, um in die erweiterte Option zu kommen, um dort was machen zu können. Also ich habe es nicht. Was habe ich gesehen? Ich hatte nur System wiederherstellen, Starteinstellung, das war's. Also hier hast du Start, Starteinstellung, Eingabeaufforderung, Updates, deinstallieren und System wiederherstellen. Das habe ich alles gar nicht. Ist halt so. Da kann ich also machen, was ich will. Ich vermute, dass ich Win11 nicht aufspielen kann. Ich vermute, dass ich wirklich warten muss bis 2022, bis Windows, also bis Microsoft wirklich tatsächlich für jeden irgendwie Win11 zur Verfügung stellt. Ich wette mit euch, wenn mein Kollege mir den Stick bringt, werde ich es nicht aufspielen können. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Stick dann im BIOS selber alles macht. Ich habe es nicht gefunden. Ja? Ich habe, wie gesagt, ich habe auch diesen i5 gerade. Denkt dran, ich muss arbeiten, damit ich kann nicht einfach da rumspielen wie ein Weltmeister. So viel Zeit habe ich nicht. Weil wenn ich mal eben einen Knopf drücke, weil ihr bei YouTube mir einen erzählt, geht es nicht. Also wenn ihr mir bei YouTube einen erzählt und ich mache das nach, es läuft ja alles, was ihr sagt, ja, aber es funktioniert nicht. Das ist halt so. Was soll man machen? Nee. Ja. Bin gespannt. Also meine Vermutung läuft, dass ich, wie gesagt, Win11 nirgendwo aufspielen kann. Ich kann auch rumdrücken, was ich möchte. Ich war im BIOS, ich war auch in Security. In Security gibt es nur einen Fall, das war's. Bei ihm waren zig Files, zig Sachen.
die man da aktivieren kann. Auch dieses TPM 2.0 kann man dort aktivieren. So ein Bias habe ich gar nicht. Ist halt so. Und ich habe, wie gesagt, überall die i7, ich weiß aber die Motherboards jetzt nicht, welche Motherboards gerade hier verbaut wurden. Ist halt so. Aber ich vermute, dass das nicht klappen wird. Hi, grüß dich. Alles klar?